bin die Lisa Müller. Ich komme aus Bad Neustadt an der Saale, bin 30 Jahre alt, bin Versicherungsfachfrau und Jägerin. Es ist eigentlich gerade das Schöne, dass ich diese zwei Welten habe. Auf der einen Seite meinen normalen Büroalltag, mein Schreibtischjob, viel auch im Auto unterwegs, ständig am Telefonieren und in Kundengesprächen. Und dann weiß ich aber, okay, in dem Moment, wo meine Arbeit erledigt ist, kann ich in die Gummistiefel rein und kann ins Revier gehen. Und diese zwei Welten, die gleichen sich so schön aus. Und deswegen ist mir das sehr, sehr wichtig. Ich würde wahnsinnig werden, vom Bürojob heimzukommen und dann wieder irgendwie in vier Wänden eingeschlossen zu sein. Dieses Rausgehen in die Natur und gar nicht mal wirklich unbedingt das Aktive, ich setze mich raus, um was zu schießen, sondern das Revier zu erleben, zu beobachten, das ist einfach ein Traum. Wir haben einen landwirtschaftlichen Hof daheim gehabt, beziehungsweise meine Oma. Mein Vater ist auch gelernter Landwirt und da hatten wir schon immer Nutztiere, die dann eben auch geschlachtet wurden. Und da war ich schon als kleines Kind mit dabei. Lisa war schon immer neugierig und dann war sie besonders neugierig, nachdem der Papa einen Jagdschein hatte. Wie er den Jagdschein schon hatte und ich eben noch nicht, hatten wir schon einen Jagdhund in der Familie. Und wenn er seine Jagdklamotten angehabt hat, hat es immer so ein gewisses Rascheln und so ein Klappern von der Gürtelschnalle gehabt. Dann ist schon der Hund aufgestanden, weil der Hund wusste, es geht zur Jagd. Dann hat die Lisa gemerkt, der Hund bewegt sich auch. Und wenn ich mich nicht jetzt schnell bewege, habe ich da ein Problem. Und da war immer die Frage, wer schneller am Auto ist, der Hund oder ich. Also ich war da eigentlich nicht mehr zu bremsen. Das war so eine gemeinsame Sache, die wir beide, also die uns verbunden hat. Er hat mir was beigebracht, wir waren zusammen draußen und das war einfach waren immer ein wunderschönes Erlebnis. Plötzlich wurde angeboten, über den Bayerischen Jagdverband, ein Jagdkurs. So. Sie und ihr Bruder haben sich das angehört und haben beschlossen, sie machen einen Jagdschein. Dieser Jagdschein in Bayern dauert circa ein Jahr, haben sie dann auch mit Bravour bestanden. Und dann war sie natürlich stolz. Mein erstes erlegtes Stück auf dem Ansitz, das war schon was ganz Besonderes, würde ich sagen. Weil ich habe den Jagdschein gemacht. Ich hatte die ganzen fachlichen, also quasi theoretischen Voraussetzungen erfüllt. Auch die praktischen, was das Schießen angeht. Ich wusste im Endeffekt, wie alles funktioniert. Aber tatsächlich dann ein Tier zu töten, das ist schon noch mal was ganz, ganz anderes. Also ich saß dann da auch alleine und hatte die Waffe da und der erste Moment war irgendwie so, oh, hoffentlich kommt nichts. Also es war wirklich, es ist total komisch, dieses Gefühl, du bist jetzt eigentlich dafür bereit, aber wenn das jetzt vor dir steht und vor allem Rehwild, was ja wirklich auch ein sehr schönes Tier ist, das geht einem dann schon auch ein bisschen nahe. Da hinten ist ein Reh. Es kam dann auch ein Bock heraus auf diese Waldlichtung, wo vorher mit meinem Vater abgesprochen war, wenn der kommt, dann darf ich den auch schießen. Ich habe den erstmal eine Zeit lang beobachtet und umso länger man beobachtet, das ist heute noch so, umso mehr baut man wie eine Bindung oder wie eine Beziehung zu dem Tier auf. Weil es ist ja schon auch schön, das anzuschauen. Aber letzten Endes greift dann auch wieder dieser Vernunftsgedanke. Ich muss ja auch eingreifen, es ist ja meine Aufgabe, es ist auch meine Pflicht. Und dann in dem Moment, wo man die Waffe im Anschlag hat, dann denkt man nicht mehr darüber nach, okay, ich töte jetzt ein Tier, sondern man ist einfach nur konzentriert, fixiert auf diesen Moment und gibt dann den Schuss ab. Und erst danach einmal gucken, tief durchatmen, das Tier liegt, es hat alles gepasst. Und erst dann ist so ein richtig so ein beruhigendes und auch so ein bisschen ein zufriedenes Gefühl. Okay, ich habe das jetzt richtig gemacht, das Tier hat nicht gelitten. Aber dieser Zittermoment, passt alles? Hast du einen Fehler gemacht? Was machst du hier gerade? Ist alles richtig, was du hier tust? Der ist nach wie vor immer noch da, vom ersten Stück bis heute.
mittlerweile ist die Jagd wie auch eine Art Bewirtschaften der Natur. Wir haben immer mehr Maisflächen, wir haben immer mehr Rapsflächen. Das ist natürlich das Paradies für Wildschweine. Mittlerweile ist es wahrscheinlich jedem im Begriff, dass in manchen Städten sogar die Wildschweine zur Plage geworden sind. Die Landwirte brauche ich jetzt gar nicht ansprechen, wenn die schon Wildschweine hören und an den Schaden denken. Also von denen, die direkt betroffen sind, fragt eigentlich gar keiner mehr, warum tötest du? Die fragen sogar eher andersrum, warum schießt ihr nicht noch mehr? Was das Rehwild angeht, ist es aber tatsächlich so, dass wir einen Abschussplan haben. Das heißt, es ist uns wirklich vorgeschrieben, wie viel wir erlegen müssen. Ich habe in der Schule ganz gern schon so ein bisschen Aufklärung betrieben, habe vor allem die Leute, die so ein bisschen die Stirn gerunzelt haben, so, was machen die eigentlich da draußen, die rennen mit den Waffen da rum. Da bin ich schon immer gerne ins Gespräch gegangen und habe denen erklärt, warum, wieso, weshalb. Und von daher war es eigentlich naheliegend, dass ich mich auf das Amt der Jagdkönigin bewerbe, weil man da nichts anderes macht als Öffentlichkeitsarbeit. Wenn ich mit Dirndl und mit Krone vor den Leuten stehe, von der nicht jagenden Bevölkerung kommt dann immer, ja wie, und du tötest dann Tiere? Also das ist mit die häufigste Frage, du tötest Tiere? Und da sage ich, ja, töten ist kein schönes Wort. Hört sich immer erstmal krass und schlimm an. Es ist auch eine wahnsinnige Verantwortung, die wir ja haben. Und man muss es nicht verschönigen oder mit anderen Worten. Man sagt ja auch immer erlegen. Also der Jäger erlegt ja sein Wild. Aber im Endeffekt ist es das gleiche Wort wie töten. Und los. Der Freundeskreis und der Bekanntenkreis hat sich wirklich extrem verändert. Also fast das komplette Umfeld besteht eigentlich aus Jägern. Das macht es natürlich einfacher, jetzt auch von der Jägersprache her, dass man nicht immer umschalten muss in dem, wie erkläre ich es nicht Jäger, sondern man versteht sich einfach. Ja, aber das waren nur einzelne. Die sind halt jetzt auf der. Man kann sich es einfach nicht vorstellen, wenn man mit der Jagd nichts zu tun hat, dass eine junge Frau wie ich legal eine Waffe besitzt, mit der auch tatsächlich schießt. Und dann kommt schon auch immer mal so der Spruch, und triffst du auch? Ja klar treffe ich. Wenn ich nicht treffen würde, würde ich es nicht machen. Erstens ist es Teil von der Ausbildung, um Jäger zu werden. Und zweitens muss man auch wirklich ständig im Training sein, dass man dann im Revier auch alles richtig macht. Und deswegen, ja, ich treffe und ich sorge auch dafür, dass es so bleibt. Hi. Hi, grüß dich. Grüß dich. Hi. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Na klar, gerne. So, hast du alles vorbereitet? Ja, sehr schön. Es ist sehr wichtig, regelmäßig Kontrollschüsse abzugeben, einfach um sich selbst die Sicherheit zu geben, dass alles mit der Waffe passt, dass er auch richtig schießt und dass da sich nicht irgendwas verstellt hat an der Waffe. Dafür fahre ich immer nach Meldrichstadt auf den Schießstand. Ich kann mich an die erste Yacht erinnern, oben auf der Rhön. Ja. Hast du gerade einen Yachtschein gehabt, ja. Und da hast du einen Reh geschossen. Da war noch ein Jagdfreund dabei und dann so die typischen Vorurteile. Na, das Mädle, jetzt lässt sie einen aufbrechen, die Lisa ist hin, hat das Reh zerwirkt, wupp, wupp, wupp. Da habe ich Hilfe. Also in respektvoller Achtung auch von ganz erfahrenen Jägern, die sagen, die kann ihr Zeug. Also es ist mit einer der Hauptaspekte, weshalb ich jagen gehe, dass ich das Wildfleisch auf dem Teller dann am Ende habe. Wir ernähren uns, wenn es Fleisch gibt, eigentlich fast nur noch von dem heimischen Wild, was wir hier aus dem Revier entnehmen können. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Aspekt für uns, ja. Man schätzt es schon wert und man denkt auch noch mal drüber nach. Also es ist ein ganz, ganz anderer Fleischkonsum, als wenn ich mir das jetzt aus der Tiefkühltheke oder vielleicht auch vom Metzger nebenan hol. Ich weiß, wo es herkommt, ich weiß, wie es gelebt hat, ich weiß, wie es ausgesehen hat und wie es auch gestorben ist. Und
da hat man einfach noch mal einen ganz anderen Geschmack dabei und man genießt es auch mehr, würde ich sagen. Auf meinem Instagram-Kanal biete ich ja meinen Followern immer mal ein paar Einblicke in die Revierarbeit, aber auch in die Küche, was ich so koche, was ich so für Rezepte mal wieder neu ausprobiere. Da findet dann auch regelmäßig der Austausch statt und auch Nichtjäger fragen dann immer mal nach und dafür nutze ich die sozialen Medien sehr gerne. Was die Wildfleischvermarktung angeht, es ist ja wirklich so mit eines meiner Herzensprojekte. Da möchte ich schon auch noch ein bisschen mehr machen, um den Leuten einfach zu verdeutlichen. Es ist ein super Lebensmittel, es ist nachhaltig, also nachhaltiger geht es eigentlich nicht. Und was den Tierwohlaspekt angeht, über den ja jetzt immer mehr diskutiert wird und wo die Leute auch wirklich nachschreien, sie wollen wissen, wie hat das Tier vorher gelebt, hatte es ein gutes Leben. Das bedient die Jagd ja eigentlich perfekt. Ich habe das nie verschwiegen, ich habe mich nie dafür geschämt, weil ich weiß, warum ich das tue, weil ich das fachliche Wissen habe, weil ich die praktischen Fähigkeiten dazu habe und weil ich voll und ganz dahinter stehe. Unseren YouTube-Channel könnt ihr auch abonnieren, aber schaut vor allem auch in die BR-Mediathek. Da bekommt ihr noch mehr Videos und Sendungen von unser Land und einiges mehr.